Hey ho, meine Lieben! Heute machen wir wieder was in der K4-Form. Und zwar die K4-Kastenform mexikanisch gefüllt. Ich war beim Shoppen, hab dazu ja so eine Styroporbox mitgenommen. Da sind Kühlerakkus drin. Das Ding ist randvoll gefüllt. Und ja, so kann man die Dinger auch weiterverwenden. Oben stehen ein paar Dosen, die mussten da jetzt nicht mit rein. Und ja, ich würde mal sagen, sobald wir nachher loslegen, zeige ich euch die komplette Übersicht. Und boah, ich kühle mich jetzt erst einmal noch irgendwie ab, weil draußen ist er blutzhitz. So Freunde, weiter geht's. Wir machen jetzt definitiv herin weiter, weil ja, hier drinnen sind einfach weniger Fliechviecher als draußen. Hier muss ich maximal 3 Katzen verscheuchen. Gut, inspiriert zu diesem Rezept oder ja, zu diesem Menü, zu diesem Mahl, bin ich durch das Draußenbackenbuch von Petromax, was ich mal aus der auf der DGM mitgenommen habe. Und zwar nennen die das hier Tortilla Lasagne. Gut, das ist ziemlich abgewandelt, deswegen mexikanisch aus der K4-Form. Was sie hier drin verwenden, ist Bohnenpüree. Leute, woher kriege ich ein Bohnenpüree, wenn nicht selber machen? Internet habe ich gegoogelt, habe ich 2 Firmen gefunden, wo es das gibt, aber ich bestelle mir da jetzt halt die Dosen im Internet. Zumindest auf die Schnelle nicht. Kann schon mal sein, dass ich mal das organisiere. Okay, hier runter zu der schnellen Übersicht. Wir haben Tortilla Wraps, Schalotten, Limetten, Avocados. Das gibt dann noch eine Guacamole. Dann liegt hier schon Zwiebel, Knoblauch, werde ich gleich noch klein hacken und dann mit dem Hackfleisch, das auch noch in der Kühlung ist, anbraten. Dann habe ich 3 verschiedene Bohnen, Kidney, schwarze und weiße Bohnen, Tomaten feinstückig, Gemüsemais. Als Soßending nehmen wir hier eine Texicana Salsa, die hätte es auch noch in extrem scharf gegeben. Und falls das Zeug nicht ausreicht, habe ich hier nochmal gehackte Tomaten und noch eine Dose Kidneybohnen. Ja, und natürlich unsere K4-Kastenform. Und jetzt schaue ich noch, ob ich ein Bacon habe. Dann werde ich nämlich nachher die K4-Form noch mit Bacon auslegen. Gut, hier drüben werden wir jetzt gleich unser Hackfleisch anbraten und die Zwiebel plus den Knoblauch. Hier brate ich jetzt erstmal das Hackfleisch an, tue danach dann, oder wenn es ein bisschen angebraten ist, tue ich gleich die Zwiebeln hinzu und ziemlich zum Schluss den Knoblauch. Dann lassen wir das Ganze abkühlen. Was ich vorher noch vergessen habe, war Käse, Käse und nochmal Käse. Emmentaler und ein Cheddar habe ich hier. Gut. Schauen wir mal, wie es unten drunter schon aussieht. Naja, das kann schon noch ein bisschen, bevor wir die Zwiebeln mit dazu tun. Und immer schön zerhacken, dass es richtig schön fein wird. Also ein richtig schönes Hackfleisch. Ja, wenn es ungefähr so ausschaut, dann tun wir die Zwiebeln hinzu. Die habe ich jetzt nicht so extrem fein gehäckselt. Dann können die auch noch ein bisschen mit andünsten, ausschwitzen, hau mich tot. Und nachher dann noch den Knoblauch. Während da drüben noch das Hackfleisch so vor sich hin dünstet und brutzelt, habe ich hier schon mal den Mais rein und werde ich jetzt noch schnell die Bohnen abspülen, vorspülen. Ich persönlich habe die ja ganz gerne so ein bisschen schlonzig, aber ja, bevor ich wieder Mecker kriege von irgendjemanden, spüle ich sie einmal schnell ab und dann ist gut. So, dann haben wir unsere 3 Sorten Bohnen drin, dann kann ich noch die Tomaten mit. Oh, das sind immer diese ganz tollen Dosen. Da ist direkt da.
Das muss ausreichen. Und dann warten wir jetzt bloß noch, bis Hackfleisch soweit fertig ist, dann können wir das da auch mit dazu tun. So Freunde, und wenn dann das Hackfleisch ein klein wenig abgekühlt ist, versuchen wir das da irgendwie reinzubringen und mit unterzuheben. Ich haus jetzt einfach mal alles da rein und dann fange ich zum Umrühren an. Könnte gerade so ausreichen, die Schüssel. Und bis jetzt habt ihr ja mitgekriegt, komplett ohne Gewürze, weil die Würze kommt ja dann von der Soße. Ihr wisst, was ich meine. Und wenn das jetzt nachher noch zu trocken ist, hauen wir einfach noch die zweite Dose Tomaten mit hinein. Und vielleicht die anderen Bohnen noch. Komm, was soll's. Den Rest esse ich anderweitig. Ja, dann hebe ich das. Naja, also stückige Tomaten sehen anders aus, so wie die Dose vorher. Das ist ja schon fast Mousse-Püree. Aber gut. Ich unterhebe das jetzt noch, rühre das ordentlich um und dann sehen wir uns dann hier auch schon wieder, wenn es mit der Kastenform weitergeht. Ja, und das Flanksteak von gestern kommt ja auch noch heute mit ins Spiel. Oh Mann, fast hätte ich euch das jetzt unterschlagen mit dem Flank. Das schneiden wir jetzt uns hier noch in schöne dünne Streifen. Kommt nachher dann damit oben drauf, so als Bonuseinlage. Ob wir das Ganze brauchen, das glaube ich jetzt nicht einmal. Ja Leute, ich glaube, das reicht sogar schon. Dann die dickeren tue ich jetzt auch nicht mit rein. Dann packe ich das wieder weg und das verbrauchen wir nachher. So Freunde, wo habe ich jetzt das Messer hin? Da. Angesichts der Kastenform wäre es mit den Tortillas natürlich mit einem runden Topf wesentlich einfacher gewesen. Aber ich glaube, das ist jetzt auch nicht das Problem. Die schneiden wir uns einfach zurecht. Dann machen wir zwei Schnitte und dann können wir uns die Kastenform danach damit auslegen. Die Kastenform vorher am besten schön ausfetten. Na, kann man sehen. Das geht natürlich auch. Schön mit Bacon ausgelegt. So, dann kommt die erste Schicht von unserer Masse unten rein. Ein bisschen was von unserer Salsa-Soße. So, mit dem Löffel kommen wir nicht rein. Ja. Halbwegs verstreichen. Dann legen wir hier einfach den Boden damit aus. Ich meine, wenn wir da jetzt doppelt auslegen oder so, das ist ja auch nicht so tragisch. Und so schichten wir jetzt unseren Dutch-Ofen voll. Also wie gesagt, den Geschmack soll die Soße bringen. Aber ich bin ja echt gespannt, wie das nachher dann fertig schmeckt. Also im Originalrezept wären die Dinger jetzt mit Bohnenpüree eingeschmiert worden. Aber habe ich nirgends gekriegt. Also müssen wir es weglassen. Da trappieren wir jetzt unsere Flanksstreifen noch drauf. Und dann habe ich noch so viel übrig, dass ich noch irgendwas Leckeres machen kann.
noch einen zweiten Topf füllen oder so. Bevor wir jetzt unseren Käse ganz vergessen. Hier kommt jetzt noch ein bisschen Emmentaler drauf. Fast schon zu voll. So Leute. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich hole mir noch einen Topf von hinten und fülle den auch noch. Ja Freunde, der FT3 ist es geworden. Da verzichte ich jetzt unten drin auf den Bacon. So Freunde, und das Ganze, die hier und die K4-Kastenform, stelle ich jetzt dann einfach auf den Weber-Grill. Ja, schön Kohlen einfeuern und dann drauf das Zeug. So Freunde, links und rechts Kohlen, in der Mitte, ja, ein bisschen Kleingemüse von den Kohlen noch und dann holen wir unsere K4-Kastenform. Die macht man gleich so drauf und unseren kleinen Topf, den FT3. Ja, ohne Füßel würde er jetzt wieder besser stehen, aber da habe ich auch noch eine Lösung parat. Rein theoretisch müsste man das so hinbekommen, dass wir den doch sauber drin stehen haben. Ja, Deckel drauf, Lüftung ganz auf und schauen wir mal, was der Grill bringt. Ja gut, das Thermometer ist direkt über der Kohlen. Ich lasse den Abzug jetzt in der Mitte. Lassen wir es einfach jetzt einmal drin, so eine halbe, dreiviertel Stunde mindestens. Also Leute, wenn ich euch jetzt hier jetzt den Deckel hebe, boah geil, habt ihr absolut gar nichts davon, aber ich dafür umso mehr, weil ich ja es riechen tue. Wow, aber ich bin ja nicht so, Schatz kommt auch gerade. Die möchte wahrscheinlich auch mal da hineingucken. Kuckuck! Siehst du, die Zeit reicht doch aus. Gut. Wunderbar. Und da es ja jetzt doch zu viel geworden ist, haben wir noch schnell Gäste eingeladen. Und auf dem Beilagengrill sozusagen haben wir hier noch ein paar von diesen Tortillas drauf. Soweit gut, da haben wir gleich noch mal eine Ladung drauf. Da kann sich dann jeder noch bedienen und dazu essen. Ja Leute, die Teile sind soweit, die gebe ich gleich weiter. Bitte schön, hier, hallo, hallo, Patricia, nimm mal. Und ich hole die erste Form heraus, das wird die K4-Form sein. Tja, Patricia muss zum Arbeiten, also kriegt ihr gleich was zum Essen. Jawohl. So, dann lüpfe ich mal den Deckel hier. Und ja, bei du. Hi du. Mein Schatz, du darfst dich bedienen. Mit dem Gestänge da weg. Ja, gleich sofort. Ich nehme die Kämme in die Hand. Ich bin jetzt schuld, wenn es matschig ausschaut. Ja, ganz bestimmt. Was ist los? Hallo. 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 Darf ich euch filmen? Ja, gerne. Ja, da ist unser Besuch. Ja. Lecker schaut's aus. Ihn kennt ihr ja noch, der hat mir damals geholfen beim Dach. Und wer bist du? Seine Freundin. Seine Freundin, okay. Alles klar. Jetzt schauen wir hier wieder rein, das ist wichtig, oder? Und jetzt? Jetzt irgendwie raus operieren. Soll ich das stürzen? Nein! Denk dran, die Form ist heiß. Oh,
Oh Gott! Oh. Ui. Wow! Wow, habe ich das gut super rausgebracht, Leute. Das sieht doch mal richtig geil aus. Patricia, das war dein Teller. Gib mal dein Teller, Michi. Leute, aber jemand, der hat die Teller hebt. Jawohl. Und so wird jetzt eins nach dem anderen herausoperiert. So ein Wrap noch dazu zum Essen. Ja. Und dann kann ich bloß sagen, alle Mann am Tisch. Wir können gleich essen. Teller. Bitteschön, Teller. Ja, schauen wir noch das dritte Stück auch noch an. Halt mal. Ja, geht so. Okay. Halt. Ja, was jetzt? Gut, jetzt haben wir erst einmal Essen und ein Probierle. Manchmal ist es vielleicht ein bisschen schicker. Tja Leute, während ich hier noch am Rumfummeln bin mit der Cam und so, wird im Hintergrund schon fleißig gegessen. Schön mit der Guacamole drauf. Mhm. Und jetzt probiere ich mal. Also, die Flasche Salsa-Soße da rein, vollkommen ausreichend, richtig geil. Okay Leute, wir sehen uns aber nachher noch zum Fazit. So, jetzt schauen wir mal, Patricia noch ganz schnell für Fazit einfahren können, weil die hat wirklich eilig wegen der Arbeit. Patricia, hierher kommen. Ah, die hat noch was in der Hand sogar. Also es war sehr lecker, geschmacklich top, nicht so würzig, nicht so fad. Ob die Pfiffi dich noch wegt, sehr rum. Alles klar. Ja, Leute. Weitere Fazit nachher. Ja, was war das? Ich höre was. Ja, wer fährt denn da mit dem Laubfrosch? Ja, das hättest du jetzt nicht gedacht, dass der Schlüssel auch schon steckt, gell? Wollt ihr morgen Frühstück? Eine Mohnsemmel. Ja, mir auch eine Käsesemmel. Ja, auch Nachbarn. Ich denke, eine Barsemmel wird ganz normale. Tschüss. Keine Panik, Leute. Sie hat ihren BMW noch. Der ist nur beim Kundendienst. So, Freunde, dann kommen wir jetzt noch zum Fazit. Also, diese Salsa-Soße als Würze hat da drin vollkommen ausgereicht. Ich sag's euch, ist sowas von lecker. Und das kann man auch optimal machen, wenn man unterwegs ist. Einfach die Dosen mitnehmen und dann Stück für Stück in einen Topf rein. Gut, die Menge war jetzt natürlich viel zu viel. Wir waren jetzt 2, 4, 6 Leute und haben gerade mal die K4-Form leer bekommen. Der FT3 ist immer noch geschlossen. Da essen wir wieder 2-3 Tage dran. Egal, es ist lecker. Daumen hoch, Abo, Glöckchen anklicken, dass ihr nichts verpasst. Und jetzt hören wir uns noch die anderen Fazits an. Justin, mein Freund. Nee. Ja. Hallo. Das war ganz gut. Ganz gut? Ja. Hätte ich nicht erwartet. Hätte er nicht erwartet? Ja, im Großen und Ganzen war es eigentlich lecker. Gut. Der Hintergrund? Also es war super lecker und es nur zu empfehlen. Wirklich, lieber nachmachen. Es ist wirklich ganz toll. Na also. Tja, und dann unsere Frau Nachbarin noch. Super lecker. Mein Teller ist leer. Hat super geschmeckt. Dann scheint morgen wieder die Sonne. Genau. Ja. Super. Und dann nochmal Cam auf mich, weil
ihr wisst ja, Schatz will nicht vor die Cam, nur hinter die Cam. Oh, war das genial. Na, das hört man gerne. Gut, Schatz, dann weißt du ja, was die nächsten 2 Tage zum Essen gibt. Leute, wir sehen uns. Ciao. Ciao. Jetzt machen wir doch noch eine kleine Schlussaufnahme. Ja, so sieht's dann im FT3 aus. Ja, müssen wir raus tun und die Tage noch essen.